Yo, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal RealFAD mal wieder. Natürlich wieder die Bayreuth-Karriere. Wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, der Ball, die zweite Liga, ist am Start, wie ihr in der letzten Folge wahrscheinlich schon sehen konntet. Ja, immer noch eine Late-Night-Folge, wie schon die letzte Folge, wie schon gesagt. Ein paar Sekunden danach wird es direkt weiter aufgenommen, wird direkt durchgehustelt. Nächste Folge muss so sein. Die Folge wird ein bisschen kürzer wahrscheinlich werden. Ja, ich werde wahrscheinlich nur die bis zum Ende der Transferphase machen. Also bis zum Ende der Sommertransferphase werde ich die Folge machen. Dann die nächste Folge, wenn ich wieder da bin, wird die auch wieder richtig durchgezogen, richtig lang wieder. Wird die gemacht. Perfekt, weil jetzt, ich habe nicht so viel Zeit leider mehr. Ich bin schon jetzt gerade, bei mir ist 3:30. Sehr kritisch. So, dann kommt schon die erste Team. Feininger. Direkt wird verkauft. So, schauen wir mal. Natürlich nehmen wir das Turnier mit dem meisten Preisgeld mit. Natürlich, wer was denn sonst? Wer hat es anders erwartet? Was noch mein Plan war, genau. Das ist ein bisschen anzupassen hier. Das Stadion. Ein bisschen mal schauen, was hier so abgeht. Was man machen könnte theoretisch. Aber ich denke, für ein Zweitligastadion müsste es eigentlich schon so passen. Ich glaube, für die Saison würde ich es noch so lassen. Schauen wir mal nächste Saison, wo wir dann spielen werden. Genau. Dreimal Nachrichten am Posteingang. Perfekt, perfekt, perfekt. Gehen wir raus. Was ich jetzt sehr gespannt bin, ist das Budget der zweiten Saison. Schauen wir mal, wo es liegt. Es liegt bei 6 Millionen. Nicht schlecht. Auf jeden Fall kann man definitiv mitarbeiten. Kein schlechtes Budget für den Anfang. Gangkam ist auch wieder fit, höchstwahrscheinlich. Genau. Perfekt. Er ist wieder fit. Er ist wieder bei der 73. Genau, perfekt. Dann schauen wir hier mal. Petzold wird definitiv direkt mal verlängert. Gib mal ihm Anfangsgebot 600. Ach, scheiß drauf. Egal, mach mal nächste Male. So, ich kann leider jetzt auf eure Abstimmung im letzten Video nicht eingehen, was ich gesagt habe zu Syrien. Aber ich lasse jetzt einfach so, falls was reinkommt, werde ich verhandeln, werde ein bisschen hochgehen natürlich, aber ich werde den jetzt nicht extra auf die Transferliste setzen, weil das wäre schon ein bisschen, ja, ein Cheat, würde ich mal sagen, aber ja, wir werden mal schauen. Ich werde jetzt erstmal die neuen Entwicklungspläne machen. Ah, stimmt, was ich noch vergessen habe in der letzten Folge, ich habe Schneider hochgezogen, diesen 18-jährigen Jugendspieler, mit einer 61, ist ein Papa-Talent, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich habe ihn mal auf die Leihliste gesetzt, weil jetzt nichts von seinem Potenzial stand. Deswegen erstmal auf die Leihliste. Mal schauen, was reinkommt. Und mein Plan ist jetzt erstmal die Entwicklungspläne ein bisschen zu bearbeiten. Ein bisschen schauen, was man machen kann. Und dann sehen wir uns danach wieder. So, wir haben ein kleines Problem. Das Ding ist gerade, die meisten haben einfach Vertrag Daumen nach unten. Und das heißt auch, dass sie sich schlechter entwickeln. Das Ding ist aber, wenn ich den neuen Vertrag gebe, ich beute die halt gerade so geisteskrank aus, außer Gangkam natürlich, wie immer schon, außer Cortez natürlich auch, James geht auch noch fit, aber der Rest, schaut euch an, 22 Millionen Marktwert, 650 Gehalt pro Woche, Ojara auch 500 Euro pro Woche, 500 Euro Heckmann, der, ich beute die halt aus. Das Ding ist halt, wenn ich dann den neuen Vertrag mache, die wollen halt viel, viel mehr Geld. Dann haben wir halt kein Geld mehr für neue Verpflichtungen. Da muss ich jetzt Prioritäten setzen. Aber ich werde es höchstwahrscheinlich erstmal so machen, dass ich es erstmal so belasse. Aber ich werde es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ein paar Minuten, werde da mal in den nächsten 10 vielleicht, ja, das Off-Game machen und dann mich mitteilen, von was ich mich jetzt entschieden habe. Entweder das Cash mitzunehmen, dann die schlechtere Entwicklung, oder eher das Cash auszugeben und die bessere Entwicklung zu haben. Bin ich mir gerade eben gar nicht so krass sicher, aber genau.
das eine Ding ist, dass definitiv George hier aus der Stadt direkt rauskommt, aber direkt. Und in Gang kam natürlich wieder rein. Sehr gut. Mogala mittlerweile auf einer 69, Trilowski auf einer 67. Sehr, sehr schön. Das freut mich, wie sie sich entwickeln. Das ist sehr, sehr gut. Oh, wir haben definitiv ein zweitligareifes Team. Wie schon die letzte Folge erwähnt, brauchen wir einen neuen Backup hier, der Roku ein bisschen unterstützt. Ich schaue mal bei den Transfervorschlägen direkt mal mit euch rein. Schau direkt mal rein, was es so eventuell gibt. Ob ihr vielleicht einen Vorschlag gegeben habt. Ja, es ist halt kein richtiger Backup, sagen wir so. Es ist kein richtiger Backup mit der 66. Der ist schon fast so gut, würde ich sagen. Na, da würde ich mich selber noch mal gern umschauen, was wir da so holen können. Zum Beispiel jetzt könnten wir auch sehr viel Spieler auch selber holen, weil wir jetzt natürlich in der zweiten Liga sind und dadurch natürlich bessere Spieler auch holen können. Und auch aus den oberen Ligen die Spieler auch lieb gerne zu uns wechseln würden, sagen wir so. Ich würde mich mal umschauen, ein bisschen weiter simulieren und euch mitnehmen. Was passiert? So, direkt ins erste Testspiel vom Vorbereitungsturnier. Ich werde ein bisschen rotieren, mal neue Spieler mal spielen lassen. Von Anfang an natürlich auch. So, und ja, ja, auch mal wieder eine Pause gönnen. Steininger mal. Gangkamp darf natürlich sein Debüt wieder feiern. Als seine Verletzungsrückkehr, sagen wir es mal so. Betiteln wir so. Bert sollte natürlich auch mal. Schneider würde ich auch gerne mal spielen lassen. Mal schauen, was er hier kann. Genau, George auf die 10. Genau, so würde ich es dann ungefähr spielen. Ocha natürlich auf die Bank. Heckmann nochmal auf die Bank. Und so würde ich sagen, starten wir mal rein in die Simulation. Weil Vorbereitungsturnier ist jetzt auch nicht so das Wichtigste, sagen wir so. Und genau, direkt in die normale Simulation. Yalla. Aus Versehen. Sorry, Jungs. Ich habe aus Versehen schnell Simulation gemacht jetzt. Ab und zu passiert mir das, dass hier aus Versehen auf Kreis kommen. Ah, sehr schwach gemacht. 3-0 verloren. Schade, können wir auch das ganze Vorbereitungsturnier direkt in die Tonne hauen. Weil wir gewinnen eh nichts mehr. Scheiße, macht drauf. Würde ich sagen. Können wir die anderen Spiele auch schnell simulieren. 3 Nachrichten im Posteingang. Okay, schauen wir uns gleich mal an. Transferangebote. Hier. Alles nicht interessant. Nichts für uns dabei. Schade. So, dann für Mbila definitiv als erstes Angebot viel zu wenig. Direkt ablehnen. Hier gehen wir mal in die Verhandlung rein. Schauen wir mal, wie viel Cagliari Calcio, glaube ich, ist es, bieten würde. Fangen wir mal mit 5,8 Millionen an. Schade. Man kann es mal probieren, sagen wir es so. Schade. Ah, egal. So, gucken wir mal jetzt, was noch so reinkommen wird. Mbila will irgendwie jeder haben zurzeit. Machen wir es einfach so auf schnelle Welle. So, ab 1,4 Millionen könnt ihr denn haben. Sagen wir so. Aber ich würde ihn schon gerne als Backup-Stürmer behalten, weil der ist ein guter Stürmer als Backup, sagen wir so. Hat keine schlechten Leistungen gezeigt, würde ich mal sagen. So. Leihangebot für Schneider von Heidenheim. Ist gut, ist nicht schlecht. Ja, für so ein Jahr. Wenn nicht schlecht, ohne Kaufoption ist gut. Dritten Keeper will ich schon behalten. Da will ich jetzt keine Baustelle da jetzt aufmachen, unnötig. Ich habe währenddessen schon mal ein paar ZMs gescoutet. Oder schon mal bin am Scouten. Schauen mal, wie es da läuft. Bei welchem Rating die dann liegen werden. Weil natürlich in meiner berechnet jetzt nicht das Ding.
nach einer Saison irgendwie was für ein Rating, die haben dies und das, wäre jetzt ein bisschen zu viel verlangt, würde ich sagen. Aber genau, ein bisschen Rotation muss sein. Simulieren, schnelle Summation. Yalla, schauen wir mal. Und 3-1 gewonnen sogar. Nicht schlecht. Sehr gut, sogar Ochar ein Tor. Syrie, wie immer, Stefandl ein Tor. Sehr gut. Zumindest ein Win. Freut mich natürlich. Sehr, sehr gut. So, schauen wir mal rein. Was jetzt hier noch so reinkommt, natürlich noch das letzte Spiel vom Vorbereitungsturnier direkt gegen Hansa Rostock in die Liga geht's dann. So, natürlich ein Jahr gerne annehmen. 1,1 ab 1,4. Wie gesagt, könnt ihr den gerne haben. So, da gehen wir doch direkt rein. Ein Spiel gegen Kortrijk, keine Ahnung, bestimmt. So, schauen wir mal hier rein. Ja, wir sind keine Hoffnung mehr. Da werde ich jetzt mal komplett rotieren. Also jeden einfach mal hier raus tun, mal eine Pause gönnen, sagen wir so. So, das wird das Team sein. Da wird eh nichts werden, deswegen ein bisschen schonen für den League-Auftakt, sagen wir so. War mir klar, dass wir verlieren. Mit der Startaufstellung ist auch irgendwie ein bisschen normal, sagen wir mal so. So, gehen wir direkt mal rein in den Posteingang. Schauen, was da so reingekommen ist. Nichts Weltbewegendes. Ich habe jetzt gedacht eigentlich, dass die Saison ein bisschen später anfängt in der zweiten Liga. Aber anscheinend nicht. So, genau. Schneider verliehen. Sehr gut. Ich hoffe, er entwickelt sich da sehr gut und kommt zu uns zurück. Als guter Leistungsträger eventuell. Mit seinen, wie es wahrscheinlich dann 19 Jahren. Schauen wir dann gleich mal rein. Der Posteingang wie immer. Wähler will wieder jeder haben. Ich verstehe nicht wieso. Was alle auf einmal mit dem haben. Jetzt kommen wir 3, 5. Ja, trotzdem nicht irgendwie. Das Geld juckt mich jetzt nicht so irgendwie. Aber mit 6 Millionen. Falls wir Geldprobleme haben, haben wir ja natürlich noch Syrie. Natürlich würde ich ihn ungern abgeben. Sagen wir es so. So, perfekt. Dann geht's direkt ins erste Spiel rein. Gegen Hansa Rostock schon wieder im Bieler. Digga, was haben die ganzen Leute mit dem Bieler? Nein, Digga. Angebote blocken. Small jetzt, Digga. Ganze Zeit im Bieler, Digga. Ich kann diesen Namen nicht mehr hören, Digga. Auf geht's. PK ins erste Spiel. Let's fucking go. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Kann das Team einen Platz im Tabellenkeller verhindern? Das Team kann einiges, sagen wir so. Warum halten sie an Contest fest? Steckt in einer Krise, fertig. Aber ist auch schlecht, sage ich. Ich überlege den echt auf die Transferliste zu setzen. Was erwarten sie vom Spiel gegen Rostock? Ich will eine gute Leistung sehen, sagen wir so. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar direkt, Cortez auf die Transferliste zu setzen, weil der überzeugt mich 0%, Digga. Der Kerl, der ist echt wurscht. Der Mann. Für den könnten wir schätzungsweise mal so 3,5 so ungefähr noch rausbekommen. Wäre nicht schlecht. Packe ich jetzt auch direkt raus aus der Startelf, weil der triggert mich echt, der Kerl. Der kann echt nichts mehr. Da spiele ich echt lieber Stefandl. Zwei Gesamtstärken weniger. Spiele ich echt lieber den hier. Macht viel mehr Sinn. Genau. So. Dann gehen wir rein. Erstes Spiel spielen wir direkt selber. Den Rest werden wir ein bisschen simulieren. Weil, ja, wird eine bisschen kleinere Folge. Genau. Perfekt. Dann gehen wir direkt rein. Erstes Spiel ist natürlich sehr, sehr wichtig. Auftaktspiel in der zweiten Liga. Willkommen. Let's fucking go. Puh, der Auftakt. Es geht los in der zweiten Bundesliga. Nach einem harten Kampf in der dritten Liga geht's jetzt endlich los in der zweiten. Let's fucking go. Wir sind ready. Der Gegentreffer, leider. Ja, ich bin nicht mehr konzentriert. Leider, bei mir ist 4 Uhr in der Früh, Digga. Alhamdulillah, Digga. Was mache ich hier?
Jessic, mach ihn rein, bitte. Let's go. 1-1. Wichtig, vor der Halbzeit. Sehr gut. Let's go. Wir sind wieder drin in der Partie. Weil ich mich kratzen musste, Digga. Ich kann nicht mehr, Digga. Scheiß drauf, Digga. Auf geht's ihm wieder. Bitte mach ihn. Let's go. 2-2. Wir sind wieder back, Digga. Wir müssen jetzt auch uns darauf einstellen, dass es halt nicht mehr so leicht wird wie in der dritten Liga. Dass die Gegner halt komplett viele Lücken haben. Hier müssen wir uns definitiv mehr anstrengen. Ucha, let's go, Digga. Let's go. Ucha fängt an, wo er aufgehört hat. Mit dem T-Zipper. Ganz klar. Und vielleicht so eine Saison wie in der letzten. Inshallah. Ach komm schon, Digga. Letzte Minute. Jetzt krieg ich noch den Ausgleich. Einfach so komplett random, diesen scheiß Ausgleich, Digga. Ah, guter Laufweg von ihm, kann man nicht sagen. Ich versuche das noch zu drehen. Na, ja, da ist der Schlusspfiff. 3-3. Erstes Spiel in der zweiten Liga. Ich bin zufrieden. Mit dem Unentschieden bin ich definitiv zufrieden. Aber wenn man das hier anschaut, denkt man sich, what the fuck ist hier in dem Spiel passiert? Puh, ganz schlimm gewesen. Aber wir hatten sehr viele Chancen, aber sehr wenig genutzt. So. Meine ZMs sind gescoutet. Ich habe hier ein paar für ein Backup sozusagen. Hier mal so gescoutet. Mal zum Schauen, wen man hier so holen könnte. Vom Ding her könnte man theoretisch alle holen. Also einen von denen sozusagen. Ich schau mal, was so, wie das Rating bei James ausschaut. Mit einer 67, okay. ja, das ist gerade die Frage. Ich glaube, ich tendiere am meisten zu Kamara sogar. Wir probieren zwar mehr Kamara. Weil er hat auch nur, ich glaube, 12 Monate noch Vertrag. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Können wir mal schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen günstiger ihn schießen können. Für 1 Million vielleicht. Mhm. Eins, eins, sag mal. Jalla, sehr gut. Schön. 1,5 Wert. Für 1,1 geschossenen Kerl. Sehr gut. Guter Backup. Muss ich ehrlich sagen, haben wir jetzt ein 6er Backup, ein 8er Backup. So muss es doch laufen. Rotation, das ist sehr gut. Gute Rolle, 5 Jahre, freut mich auch. Übergehen, yalla. Sehr gut, dass du direkt einen Vorschlag machst. Das freut mich direkt, ja. Nimm an. Freut mich sehr. Neuer Spieler in unserem Kader. Sehr gut. Das freut mich doch, wenn direkt ein neuer Spieler hier reinkommt. Von Dortmund zu Bayreuth. Sehr, sehr schön. Preisbewertung B. Okay. Wir hätten sogar 930.000 hätten wir rausholen können anscheinend. Ja. Das so stimmt. Ist, glaube ich, eine Lüge. Schauen wir mal. So. Kann man die direkt löschen? Dann zwei Nachrichten. Die Jungs machen sich Sorgen, dass im Club aktuell, ja, dass wir zu wenig Spieler holen. Ich habe alles unter Kontrolle, yalla. Wenn sich einer verkauft, okay. Wenn nicht, dann am Deadline Day werden wir definitiv zuschlagen. So, ich kann dir keine Spielzeit garantieren, sagen wir so. So, dann geht es jetzt weiter. Ende Simulation gegen Heidenheim. Da sehe ich schon ein Pokalspiel. Ich schau mal, schauen wir mal den Monat hier an. Wieder so wird's. Okay, 4-5 Spiele. So ungefähr haben wir noch vor uns. Genau. Schauen wir mal, wie wir es machen. Ich schau generell mal auf die Sterne. So ungefähr. Ich werde auf jeden Fall ein paar Spiele schnell simulieren davon, weil ich bin ehrlich tot. Nächste Folge wird dann definitiv
sehr, sehr big werden. Das kann ich hier versprechen. So. Schauen wir mal, wo wir gerade so mit den Sternen stehen. Ungefähr. Ah, ich bin auch in der dritten Liga. Ich bin auch lost. Oh, wir sind bei 2,5 Sternen. Okay. Ist definitiv nicht schlecht. Genau. Ich glaube, die Folge werde ich jetzt selber nichts mehr spielen. Vielleicht so ein bisschen in der 80. oder so eingreifen, wenn wir so knapp führen. Dann sowas werde ich dann vielleicht machen. Genau. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt reinspringen. Wir werden mit der Stammelf direkt reinstarten. Genau. Und dann gehen wir mal in die Simulation. Komm schon. Bitte mach ein Tor. Graf, komm. Mach mich stolz, Junge. Mach mich stolz. Let's go, Digga. Gegen Heidenheim. Ich dachte, wir müssen gegen Heidenheim loslassen. Aber Graf macht hier das 1-0. Wir gehen in Führung gegen Heidenheim. Den Absteiger aus der Bundesliga, Junge. Let's go. Und da fällt's. Leider. Da fällt's leider. Es war klar, dass es irgendwann kommt, leider. Und dann direkt der nächste Fehler. Ach du Scheiße, Digga. Was ist hier passiert, Digga? Oh, Char hat so einen Fehler gemacht, Digga. Wow. Wow, wow, wow. Ich werde da nicht eingreifen. Es macht es nur noch schlimmer. Minute. Denk, vielleicht kann ich diesen scheiß Angriff noch holen mit Jordan James. Ich werde hier überlaufen. Dann kommt nochmal Lucha und holt sich den Ball und knallt den so heftig in den Winkel, Digga, wie ich noch nie gesehen habe, Digga. Geisteskrank, Digga. Geisteskrank. So, ist auf jeden Fall keine Schande, gegen Heidenheim unentschieden rauszuholen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Definitiv. Und hier kommt was sehr Interessantes rein. Direkt in die Verhandlungen mit Granada. Ein Angebot für Heckmann kann definitiv ein bisschen Kohle rausbringen, sagen wir so. So, schauen wir mal, was wir hier aus den rauskitzeln können. Ich werde mal mit, also 8,5 anfangen, ungefähr. 7,5 finden die bieten, Junge. Was? 8,5 bleibe ich. Ich bleib bei 8,5. Ich bleib stramm. Ich werde auf 8,4 gehen. Damit ich auch ein bisschen runtergehe. Schade. Habe ich zu hoch gepokert, leider. Ich will ihn natürlich auch ungern abgeben. Er ist so ein heftiges Talent, der Kerl. Er ist so heftig, dieser Kerl, Digga. Dann will ich eigentlich auch nicht abgeben, Digga. Aber für 8,5 hätte ich den auch schon gern ziehen lassen, sagen wir so. Und natürlich auch mit einem weinenden Auge. So, direkt Scouting Update. Schauen wir mal. Ah, war nichts dabei, leider. Boah, Fisch der Wandel. Okay, können wir auch direkt reingehen. Gerne, gerne. Ich glaube, ein Pokal werde ich auch gegen Wiesbaden mal normal simulieren. Die nächsten 3 Spiele werde ich alle schnell simulieren, weil ja, damit zumindest die Folge kommt. Natürlich muss auch ein bisschen Qualität da sein. Deswegen habe ich auch das erste Spiel gespielt. Ich werde jetzt ein bisschen eingegriffen. Deswegen, aber in der nächsten Folge sozusagen wird es richtig abgehen. Das verspreche ich euch. Es wird alles nachgeholt. Perfekt. So, dann werde ich auf 8 Millionen mal direkt gehen. 6,1 weiß ich jetzt nicht. 7,8 gehen wir mal ein bisschen entgegen. 7,8 für Stefandl. Nämlich mit Kusshand, würde ich sagen. 7,8. Dann haben wir 13 Millionen, glaube ich, danach, wenn der weg ist. Puh.
wäre schmackhaft, würde ich mal sagen. Genau, dann gehen wir auch direkt mit der Formation, mit der Startelf direkt rein in den Pokal. Erste Runde Pokal. Letzte haben wir ja gar kein Pokal gespielt, irgendwie. Keine Ahnung, wieso. Oder, keine Ahnung, sehr früh rausgeflogen. Ich weiß nicht, kann mich auf jeden Fall nicht mehr erinnern. Aber wir gehen rein. Let's go, Junge. Let's go. Jessic. In der fünften Minute macht er direkt die Führung. Sehr, sehr wichtig. Wir sind direkt wieder am Ballbesitz. So muss es doch im Pokal laufen. So freut's mich. Ach, komm schon. Elfmeter, Digga. Muss nicht. Muss nicht, Bruder. Muss nicht. So, komm schon. Ich halte den. Auf geht's, Trelowski. Ja, scheiß drauf. Ja, egal. Scheiß drauf, komm. Scheiß drauf. Und ja, wir gehen leider wieder in den Rückstand. 2-1 für Wiesbaden. Die sind so viel schlechter eigentlich als wir im Squad. Aber ja, ich weiß nicht, was mit der Simulation immer los ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber frech. Pff, was ein Kopfball, Digga. Ui, da. Geisteskrank. Das wollte ich jetzt kurz hier den Ausgleich machen. Direkt wieder zur Simulation. Yalla, Cortez, endlich mal mit dem Tor. Wichtig. Es kann gut sein, dass das erste Tor in seiner ganzen Laufbahn bei uns ist. Frech, einfach frech. Let's go, Junge, let's go. Wer war's, Digga? Mbila, du bist der Gute, Digga. Mein Gott, Digga, 3-2 kurz vor der Halbzeit der Verlängerung. Wichtig und richtig, es wird nochmal ein bisschen gewechselt. Ich hoffe, dass wir das noch nach Hause holen. Ich hoffe es einfach. Oh, aus Versehen wieder auf Kreis gedrückt, aber dieses Mal hat es Glück gebracht. Ocha, noch kurz vor Schluss mit dem Siegtreffer 4-2. Nächste Runde im Pokal. Here we go. So, da ist schon der Abgang von Stefandl. Da ist er. Sehr schöne Zeit mit ihm gewesen. Baba-Spieler gewesen, aber 7,8 Millionen kann ich einfach nicht ablehnen. A-Preisbewertung freut mich natürlich. Sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir insgesamt ein Budget von 11 Millionen. Puh, ui, da. Ich werde mich umschauen und gucken, was ich so finde. Und werde euch die Spieler dann mal vorstellen und die natürlich dann auch erstmal höchstwahrscheinlich scouten, weil wir haben ja noch Cortez zum Beispiel, der jetzt so übergangsweise spielen könnte. Und bis zum Transfer Deadline Day werde ich definitiv jemanden scouten, doch jemanden finden und höchstwahrscheinlich auch jemanden verpflichten. Vielleicht auch mehrere, wir werden schauen. So, hier so ein kleiner Einblick, wenn ich hier ein Auge werfen werde. Tell habe ich mal Scouting-Auftrag drauf geklatscht. Dann Antonio Nusa soll stramm sein. Und Matthias Solé, anscheinend irgendwie sowas, soll auch sehr stramm sein. Hat am Anfang eine 71 gehabt. Jetzt höchstwahrscheinlich eine Baba-Rating. Mal schauen, 24 Tage dauert's. Wir sind's. 24, ja, wird schwer, aber dann können wir zumindest ein bisschen den Marktwert sehen, dies und das, und dann können wir es ungefähr einschätzen. Und ich simuliere auch mal direkt weiter. Nächstes Spiel wird gegen Paderborn sein, aber da kommt direkt ein Transferangebot rein, aber das werde ich direkt ablehnen, weil Jordan James ist in-game einfach nur eine Maschine. Den kann ich nicht abgeben, sorry. Tut mir leid, auch außer da kommt halt so ein richtig heftiges Angebot rein, aber es wird bei seinem Marktwert nichts werden wahrscheinlich. So, das Spiel gegen Paderborn werde ich jetzt schnell simulieren. Tut mir sehr leid, sorry, aber ein bisschen Qualität hat das Video auf jeden Fall. Natürlich nicht wie die anderen, aber ist auf jeden Fall trotzdem eine Baba-Folge, höchstwahrscheinlich.
natürlich der Saisonstart, die zweite Liga. Und da gehen wir auch direkt rein in die Schnellsimulation. Schauen, wie es wird. 2-0, als wenn es mir nicht klar gewesen wäre. Aber um auch ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen Ausreden finden, ein bisschen Realismus reinbringen, ein bisschen zum Start der Saison. Klar, ganz klar. genau, passt. Ich gehe mal ins Club mehr. Fertig, ich habe es mir auch nicht durchgelesen gerade. Perfekt. So, simulieren wir direkt weiter. Gegen Hannover ist das nächste Spiel. Oh, Transferangebot für Jessic. Okay. Von Fenner. Krass. Wenn die viel bieten, würde ich den sogar echt ziehen lassen. Obwohl der erst letzte Saison gekommen ist, aber so ist FIFA. Das ist der Realismus. Sage ich 10 Millionen. 10 Millionen oder geh. Jalla mit dir. Jalla, zurück. So, direkt weiter simulieren. Jetzt mal in einem Durchlauf hier. Auf entspannt Hannover mit 5 Punkten. Wir sind mit 2 Punkten kurz vor den Abstiegsplätzen. Aber so ist es eben als Aufsteiger, sagen wir so. Schnellsimulation, Jalla. 2-2, nämlich mit gegen Hannover. Hannover ist kein schlechtes Team. Sehr etabliert in der zweiten Liga, sagen wir mal so. In der Folge soll es auch eher so um die neuen Transfers gehen, um die Abgänge, um die Zugänge, alles drum und dran. Genau, dann das letzte Spiel gleich gegen Holstein Kiel. Petzold, ne, die Baustelle will ich mir jetzt hier nicht antun. Mit einem Zweit- oder Drittkeeper hier. Dafür habe ich gerade gar keinen Nerv. So, man sieht auch schon unser Rating links oben. Geht auch langsam, aber sicher wieder runter. Kritisch, aber so ist es halt eben. So, Schnellsimulation, Jalla. Ah, leider knapp verloren. So ist es. Okay, auch eine kleine Herausforderung jetzt mal. Sagen wir so, eine kleine Challenge jetzt mal. So, ein bisschen reinbringen. Hier in die Karriere, damit wir jetzt hier nicht direkt wieder aufsteigen. Das wäre jetzt sehr langweilig. Ist auch auf jeden Fall bis jetzt noch kein Erstligateam. Noch nicht reif für die erste Liga. Vielleicht für die zweite auf jeden Fall. Aber ja, für die erste auf gar keinen Fall. Sagen wir es so. So, schauen wir mal, was bisher schon preisgegeben wurde. 7,5, okay. Hier ist 4 wert. Und er hier ist 3,6. Okay, ganz komisch. Okay, ich werde es mal bei ihm probieren. Ich werde es probieren bei ihm. Mit einem kleinen Surprise vom Gesamtrating. Ich hoffe, dass es wieder nicht so endet wie bei, wer ist da? Cortez. Ich hoffe. Aber ich glaube nicht, dass es so enden wird. So. 7 Millionen werde ich anfangen. Schauen, wie sie runtergehen werden. 8 Millionen, gut. Nicht schlecht. Es wird, glaube ich, unser nächster Topspieler werden hier. Der Bre. 7,3 werde ich mal bieten. Den nehmen es an. Sehr, sehr gut. Ich habe mal geschaut, ob es schon langsam hell wird. Hier bei mir um 4:30. Sogar nach 4:30. Alhamdulillah, Digga. So. Auf geht's in die Vertragsverhandlungen. Folge wird auch gleich enden. Weil, ja. Hab gesagt, bis zum Ende der Transferphase werde ich die Folge machen. Genau. Boah, der frisst halt sehr, sehr, sehr viel Gehalt wahrscheinlich. Ich hoffe, dass wir ihm nicht allzu viel geben müssen, dass sich ein bisschen unserem Verein anpasst. So, 2-Jahres-Vertrag, okay. Wenn du möchtest. 30k, Junge. Mach mal 28, Einstiegs 200. Seid zufrieden, Junge. Seid zufrieden. 32, Digga.
Was? 30, komm. Passt. Okay, Hauptsache wir haben einen neuen Spieler. Das war vielleicht ein Fehler. Er frisst halt sehr, sehr viel Gehalt jetzt, Digga. Das ist halt jetzt die. Jessica und er sind die Gehaltsfresser geworden jetzt. So, egal. Wir konzentrieren uns jetzt einfach auf ihn. Erste fette Neuzugang. Sully, ich bin gespannt auf sein Rating. Trommelwirbel bitte. Preisbewertung. Ist eine C. Boah, scheiße. 74, nicht schlecht. Okay. 74 ist okay. Bestmöglicher Deal 5,5. Laber nicht, Digga. Laber mir keinen Scheiß, Digga. Labert der mich hier voll, Digga. Mit 5,5 Millionen, Digga. In welchem Planeten, Digga? Auf welchem Planeten 5,5 Millionen? So. Cortez wird jetzt der Auswechselspieler für Sule werden. So. Steiniger raus. Jalla. Genau. Kamera für Rogu. Perfekt. So. Da sieht doch unsere Startelf jetzt schon mal viel, viel besser aus mit ihm hier. Schau mal seine Werte. 76 Tempo, 65 Schießen, 80 Dribbling, 4-4. Dribbeltechnik als Fair, als Flair. Sehr, sehr gut. Geben wir ihm direkt einen schönen. Ah, fällt gerade der Name nicht ein. Bisschen Gehirnstopp. Entwicklungsplan, genau, so heißt's. Perfekt, zeigt großes Potenzial. So muss es sein. Sehr gut. Schauen wir mal. Auf den Außen 5 Sterne Skills ist wichtig, deswegen machen wir das direkt. Und Kamara, ein aufregender Mann für die Zukunft. Das freut mich sehr, dass er hier so ein Baba-Potenzial hat. Schwacher Fuß muss definitiv trainiert werden für seine Pässe. Genau, perfekt. Dann Kids ins Postfach rein. Hervorragende Jugendarbeit. Sehr gut, freut mich. So den Start bzw. den Vorstand auch mal glücklich machen. Aber bisher Top-Transfers ist ja gar nichts heute irgendwie. So, wird erstmal weiter simuliert. Weiter simuliert, weiter simuliert. Lukaku zu Leipzig für 53 Millionen. Sehr random. Muss ich ehrlich sagen. Tut mir leid, wenn ich sehr tot aussehe. Ich sehe sie gerade in der Cam. Es ist gottlos eigentlich, dass ich so eigentlich ein Video aufnehme, Digga. Aber es ist 5 Uhr in der Früh. Ja. Hab bis vor ein paar Stunden noch gearbeitet, Digga. Ja. Deswegen setze mich jetzt hier hin, Digga. Vorher ein Content. Aber für euch, Digga, mache ich das. Auch für mich natürlich. Aber es muss gehustelt werden. Transferangebot für Morgalla, das wird eh nicht mehr durchgehen, deswegen wird es jetzt auch abgelehnt. Genau. Nächste Folge wird definitiv spannend werden. Die nächste Folge wird dann nicht mehr vorproduziert werden, weil das würde ich jetzt nicht packen, jetzt noch eine Folge aufzunehmen. 3 Stück hintereinander würde ich niemals packen, Digga. Jetzt direkt, wenn das jetzt fertig ist, ich müsste es eigentlich jetzt direkt noch schneiden, Digga. Könnte eigentlich nicht schlafen, aber ich muss jetzt einfach schlafen gehen, werde ein paar Stunden mich hinlegen und dann das Video schneiden, dann geht's ab in Urlaub. Hätte ich irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Laptop oder so, würde ich es dann dahin mitnehmen, da schneiden, dort im Urlaub einfach. So, aber ja, so ist es halt eben. Genau. Was haben wir? Na, freie Spieler. Bleib weg von uns. Brauchen wir nicht. So, dann nochmal einen kleinen Blick auf die Startelf. 72er Watcher, geisteskrank, was er letzte Folge einfach abgeliefert hat. Ich pack's immer noch nicht. Ja, es war einfach geisteskrank. So, würde ich sagen, lass gerne ein Like da auf diese Folge. Hoffentlich ein paar Likes. Hoffentlich kommt es nicht allzu schlecht an. Genau. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Nächste Folge wird definitiv eskaliert mit einem dicken Start in die zweite Bundesliga. Diese Folge war der Anfang vom Ende der Eskalation, sagen wir so. Dann hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, wie gesagt. Perfekt. Haut's rein und ciao.